Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von der PES 18 Trainerkarriere. Ich bitte euch jetzt in die Kommentare zu schreiben, Hashtag FragMike und dann irgendeine Frage, die euch interessiert. Denn ich habe vor, eine Hashtag FragMike Folge zu machen, die wirklich mega cool wird, mega witzig, bla bla bla. Also ich will dieses Format revolutionieren und ich hoffe, ihr stellt mir ein paar Fragen, auch ein paar witzige, unnötige Fragen, aber auch ein paar ernst gemeine, wie ihr das wollt. Das könnt ihr jetzt sofort direkt machen. Jetzt starten wir direkt schon rein gegen Leverkusen. Wir spielen auswärts und wir haben auch später noch das Spiel gegen Gladbach. Dann ist irgendwie noch so ein I und so ein Globus. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, Tipps schreiben. Ich habe keinen Plan von PES, aber es macht mega Bock. Und ja, wir starten einfach mal rein. Let's go. So. Heute spielt die komplette Erstmannschaft in der Bayer Arena in Leverkusen, denn ich glaube, Leverkusen wird ein harter Brocken. Das werden wir jetzt allerdings sehen. Ich würde sagen, let's go, lass uns das Spiel bestreiten, hoffentlich gut. Oh, die erste Parade hier von Neuer. Jawohl! Gut gespielt, Thomas Müller! Mit dem 1:0 in der 8. Minute. Das ging schnell. Lewandowski, der wurde immer mehr bedrängt. Spielt da raus und Robben mit der Flanke. Perfekt für Thomas Müller. Der da, wie man ihn kennt, goldrichtig steht. Und das 1:0 für die Bayern macht. Oh, Robert Lewandowski und Müller. Erstmal einen Hänger drin gehabt. Ich kann nicht mal Robert Lewandowski aussprechen. Und Müller haut dann so ein Ding raus. Das ist ja krass. Steht schon wieder richtig. Der Müller. Der haut ihn hier mit der Hacke rein. Ganz cool zum 0:2. Die Ecke war nicht übel. Lewandowski hat ihn hier echt gut getroffen. Müller holt ihn sich wieder und haut ihn dann mit der Hacke rein. Zum 2:0 lässt sich ja zurecht feiern. Cool, so. Oh, Franck Ribéry, nächste Chance. Und Robert Lewandowski. Jawohl! Ein weiterer Treffer. Jerome Boateng. 35. Minute. Der nächste. 0:3. Wir haben aber auch das Spiel gerade voll in der Hand. Kommt gar nichts von Leverkusen. Einen Schuss haben sie irgendwie aufs Tor bisher so gefühlt. Und den hat Neuer gehalten. Ecken haben wir schon 3, 4, die richtig gut waren. Flanken, Schüsse, was auch immer. Und von Leverkusen kommt gar nichts. Halbzeit. Ich weiß nicht, warum man hier keine Pfiffe hört. Ich habe keine Ahnung. Der Schiri ist stumm gestellt. Der hat heute seine Pfeife vergessen. Keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall hört man den Schiri nicht rumpfeifen. Also, Ballbesitz höher, mehr Schüsse, keine Fouls, kein Abseits, nichts. Ja, eigentlich sind wir verdient mit 3:0 in Führung. Robert Lewandowski. Lang hat's gedauert. 82. Spielminute. Jetzt trifft er. Zweimal Müller, einmal Boateng. Und jetzt in der 82. Robert Lewandowski zum 0:4. Wechsel Bailey für Volland. Und bumm. So ein Ding musste er erstmal machen. Er macht's aber. Und wieder. Robert Lewandowski. 0:5 jetzt.
Ja, also wie gesagt, so ein Ding muss man erstmal machen. Er ist nicht einfach zu nehmen. Aber er kommt komplett frei zum Schuss. Die Flanke ist wieder super. Kann man nichts sagen. Lang hat es ja gedauert. Die zweite Hälfte war. Ja. Ich meine, ich war jetzt auch nicht so auf Tode aus, aber sie war eher so, ja, ein bisschen hin und her gepasse. Ich kam da nicht richtig durch. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wenigstens jetzt nochmal zwei Tore hier zum Ende hin des Spiels. Dass es nicht 3-0, sondern eben 5-0 ausgeht. Das schmeckt schon. Außer die machen jetzt noch ein Tor. Dann geht es wieder typisch 5-1 aus. Aber so weit lassen wir es jetzt mal nicht kommen. Wir wollen ja mal wieder ein anderes Ergebnis. Ich glaube, 5-0 hatten wir noch nicht. Also, am besten hier kein Tor kassieren. Aber sie probieren es tatsächlich nochmal. Aus ist es. 0 zu 5. Am Ende haben sie es jetzt nochmal probiert. Das war, glaube ich, irgendwie so die beste Chance, obwohl das auch nicht so krass war. Die Bayern freuen sich, Leverkusen am Boden zerstört. 5-0 ist schon eine Klatsche. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Aber, ja, ist halt so. 70% Ballbesitz zu 30. Ach du heiliger Kack. 80 zu 228 Pässen. Ja, da merkt man schon, wer jetzt hier überlegen war. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal die anderen Ergebnisse an. Dortmund gegen Freiburg 2 zu 0, Frankfurt gegen Hertha BSC 0 zu 1, Leverkusen gegen Bayern 0 zu 5, Schalke gegen Hannover 4 zu 2, Gladbach gegen Köln 2 zu 0, Augsburg gegen Werder Bremen 2 zu 2, Hoffenheim gegen Stuttgart 4 zu 1, Hamburg gegen Mainz 0 zu 0 und Leipzig gegen Wolfsburg 3 zu 0. Joshua Kimmich verbessert sich momentan ungemein. Balleroberung ist auf 79 gestiegen, Sprungkraft ist auf 79 gestiegen und der Flachpass ist auf 85 gestiegen. Das freut mich. Kimmich hat ein Fähigkeitstraining gemeistert. Direkter Pass, okay. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist okay. Okay, das Symbol hier, das eine ist Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders, was auch immer. Im Vorfeld des internationalen Freundschaftsspielwettbewerbs wurden die Nationalmannschaftskader verkündet. 13 Spieler von Bayern München zählen zu den Auserkorenen. Assistenztrainer Joshua Kimmich sieht in letzter Zeit richtig gut aus. Ein wenig mehr Spielzeit ist alles, was er für seinen Durchbruch brauchen könnte. Er spielt jedes Spiel, aber okay. Mein Lieblingsspieler auswählen. Soll ich den jetzt auswählen oder was? Okay, Trainerbüro. Meinen Lieblingsspieler auswählen. Okay. Dann muss ich jetzt einen Lieblingsspieler auswählen. Und natürlich ist der, in den ich großes Potenzial setze, Thomas Müller. Der hat in den letzten Spielen gut gespielt. Und ich muss sagen, mein Lieblingsspieler von Bayern ist tatsächlich Arjen Robben. Danach kommt Lewandowski. Und danach Müller. Aber hier in PES setze ich jetzt einfach mal hier auf Müller. Zack. Mein Lieblingsspieler auf die Liste draufgesetzt. Und dann haben wir jetzt das Spiel gegen Gladbach. Das wollte ich euch auch noch zeigen hier. Wir haben als Trainer bei Bayern 6 Siege, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen insgesamt. Vertrauen des Besitzers wächst und wächst. Kaderzufriedenheit wächst auch ein bisschen. Der Besitzer schreibt hier auch noch einen Sieg in der Liga und das macht dann 5 in Folge, also 5 Ligasiege. Allerdings wird das jetzt schwierig. Da Gladbach ja auch Dritter ist und ja, das ist dann nicht so einfach. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir das schaffen können. Und ja, er wurde hier registriert, das weiß ich jetzt auch, das habe ich ja vorhin selbst gemacht. Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, gegen Gladbach zu gewinnen. Und natürlich werde ich auch den Kader mal durchmixen. Allerdings solche Spiele jetzt wie gegen Gladbach oder die Champions League oder da unten sehe ich schon Leipzig, die sind Zweiter. Also haben wir ja jetzt dann drei richtig krasse Spiele vor uns. Da möchte ich schon einfach die Erstmannschaft spielen lassen. Das ist einfach Fakt, ja. Gladbach gegen Bayern. Bin gespannt. Ich hoffe ja darauf,
dass das jetzt ein bisschen schwerer wird, vor allem weil sie auch Dritter sind. Und ja, wir gucken uns das einfach mal an. Let's go. Ah, mein Lieblingsspieler hat die erste Chance für die Bayern. Thomas Müller am Tor vorbei. Der Pass war gut von Robben nach unten, der war auch gut, aber der Schuss, naja. Oh, Robert Lewandowski. Ron Müller. Oh, scheiße, war das knapp. Und bumm. 1:0. 17. Spielminute. Thomas Müller. Mein Lieblingsspieler. Das werde ich jetzt öfter mal erwähnen. Nein, aber er macht sein Ding ganz gut. Und ja, wie gesagt, den Pass würde ich ihn jetzt mal hier auf die Kandidatenliste, mein Lieblingsspieler, setzen. Schöne Flanke von Ribéry, schön gelaufen hier. Und Müller macht das einfach nur noch perfekt. Kann man nichts sagen. 1:0. Weiter geht's. Und wieder Müller. Wieder Müller. 7 Minuten später. 0:2. Kann Gladbach auch nichts gegen uns machen. Oder was ist hier los? Wahnsinnstor. Super Flanke und super Kopfball. Kimmich wird ja immer besser. Hieß es. Klasse. Alter! Triple Chance hier für Gladbach. Ich habe gerade übrigens erstmal gemerkt, dass ich meinen Kopfhörer nicht richtig drin hatte. Deswegen habe ich auch vorhin den Schiedsrichter nicht pfeifen gehört. Dachte, das liegt irgendwie gerade am Spiel. Aber das lag am Kopfhörer. Der steckte nicht richtig da drin. Jetzt habe ich ihn pfeifen gehört. Die Fans höre ich jetzt auch deutlich lauter. Die machen nämlich sowieso gerade Radau. Weil Gladbach hier auch Radau macht. Halbzeit. 0:2. Am Ende hin machen die Gladbacher nochmal richtig, richtig Druck. Am Anfang hatten wir das Ganze in der Hand. Jetzt sah ich die Fans auch noch hören so und den Schiri. Das ist ja richtig Druck auf meinen Ohren. Keine Ahnung. Und Müller. Dreierpack. Hattrick. Thomas Müller. Direkt nach der Halbzeit. Es war der erste Angriff nach der Halbzeit. Alaba auf Müller. Und drin ist das Ding. Boah, Neuer. Starke Chance. Der hätte auch gut und gern mal drin sein können. Die war echt gefährlich, die Chance. Freistoß. Arturo Vidal kriegt die gelbe Karte. Das Foul war schon, ja, heftig. Ich dachte, ich krieg den noch, aber hätte nicht sein müssen. Ja. Zu Recht, Freistoß und Gelb. Er ist doch einfach nur klasse, der Typ. Super. Der lief da davon. Der Tor war zu weit draußen. Und der Lupfer zum 0:4. 4 Tore jetzt von Thomas Müller in dem heutigen Spiel. Mega nice. Super. Der Wahnsinn.
Der Wahnsinn. Was ist das denn für eine Kameraperspektive hier? Robert Lewandowski auf Alaba in die Mitte und irgendwie kriegt er den da durch. Auch Gladbach kein Gegner für uns. Irgendwie ist nur die Champions League eine Herausforderung. Es gibt Streit. Die Leute gehen aufeinander los. Kimmich kriegt hier gelb. Ja, das ist faul. Ich weiß nicht, warum ich da immer so unnötig faul jetzt. Aber zu Recht gelb, kann man nichts sagen. Muss man halt zugeben. Zu Recht gelb, dann wird da noch ein bisschen gestritten. Und der nächste. Ja, das meine ich halt, ne? 90 plus 1, 0 zu 6. Also es ist schon ein Ticken zu viel, ne? Die Hälfte hat auch gereicht, so ein 3-0. Dachte ich sogar zur Halbzeit, dass es richtig knapp hier werden könnte. Weil Gladbach immer mehr Druck gemacht hat. Und uns nur der Pfiff der Halbzeit irgendwie noch vor dem Gegentreffer bewahrt hat. Aber dann nach der zweiten Halbzeit, also nach der Pause, ging es dann richtig rund. Ein Tor nach dem anderen. Gladbach machte nicht mehr groß was. Das war jetzt schon gefährlich, ja. Gefährlichste Chance der Gladbacher im zweiten Durchgang. Ja, wie gesagt. Hätte auch irgendwie 3 zu 1 oder so ausgehen können oder noch knapper. So haben wir jetzt halt ein 6 zu 0. Kann man auch mal machen. Ende. 5-mal Müller, einmal Lewandowski, 6 zu 0. Unrealistisch, aber was soll's. Wir nehmen es so hin, wie es kommt. Gladbach hat echt auch mitgehalten. Haben die Dinger noch nicht reingemacht. Ja, ansonsten keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Leute? Ich habe schon genug gesagt. Dortmund gegen Frankfurt 1 zu 0. Leverkusen gegen Freiburg 0 zu 0. Schalke gegen Hertha 0 zu 2. Gladbach gegen Bayern 0 zu 6. Augsburg gegen Hannover 0 zu 4, Stuttgart gegen Mainz 2 zu 4, Hoffenheim gegen Wolfsburg 3 zu 0, Hamburg gegen Werder Bremen 0 zu 0 und Leipzig gegen Köln 0 zu 1. Als ob Leipzig gegen Köln verloren hat. Aber Leipzig immer noch Platz 2. Da wir ja jetzt gegen Gladbach gewonnen haben, sind die auf Platz 8 gerutscht. Krass. Ja. Das ist echt mit 22 Tordifferenz jetzt schon. Wir haben 24 Tore geschossen und 2 kassiert. Also es ist nicht zu weit weg vom Realismus, aber es ist auch nicht unbedingt realistisch, so hoch zu gewinnen. Aber gut, wie gesagt, ich habe dazu genug gesagt. Jetzt, was ich noch sagen kann... Kimmich hat sich verbessert, Ausdauer auf 81, Dribbling auf 80, Schusskraft auf 77, FW auf 79 und Angriffsstärke auf 69. Also der hat sich ja richtig krass verbessert hier wieder. Ansonsten kann ich jetzt noch sagen, nächste Folge ist Champions League und das Spiel gegen Platz 2 gegen Leipzig. Wegen der Schwierigkeit werde ich schon gucken, was ich da mache. Ich habe keine Ahnung. 5 Ligasiege in Folge sind durchaus lobenswert. Ich hoffe, dass diese positive Stimmung im Verein weiter anhält. Das hoffe ich auch. Transferbudget wurde aufgestockt, weil wir 5 Spiele am Stück gewonnen haben. Okay. Ja, dann würde ich noch sagen, lasst einen Welcome da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal und... Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a title.